Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Weiter geht's auf Tatooine. Ich habe letztes Mal vergessen, die Checker-Quest abzugeben. Also es ist jetzt nur noch das Gespräch von der Checker-Quest. Was wir hier beim Außenposten Salara, oder? Ist das Salara? Ja. Ja. Irgendwie was wir uns hätte anhören ich mehr müssen. vom Haus eines Spions erwartet. Das hat er schon beim letzten Mal gesagt, als wir hier drin waren, beim SID-Agenten hier. Na komm. Na, wenn das nicht mein Lieblingssöldner ist. Ich weiß nicht, was euer Geheimnis ist, aber ich bezweifle, dass ich es mir leisten kann. War dort deine Basis? Habt ihr das Gerät gesehen? Camus hatte Angst, dass das Ende der Welt naht, wenn ihr versagt. Ihr habt Chakas Aufzeichnungen doch auch gesehen. Ja, und ich habe mir auch Sorgen gemacht. Also, holt tief Luft und sprecht. Dort war ein Fremdling. Dort gab es nichts. Ihr braucht keine Details. Das Gerät. Darin war eine uralte Wesenheit eingesperrt. Sie ist wahnsinnig geworden. Ich musste sie töten. Ist das wahr? Ich hatte ja keine Ahnung. Aber wenn es geregelt ist, dann gut. Es ist also vorbei? Ganz sicher? Ihr müsst immer noch eure Aussage machen, Camus. Die Cherka-Untersuchung ist noch nicht zu Ende. Bringt mich nach Coruscant, weg von den Sandleuten und Cherka-Cyborg-Attentätern. Ich sage alles aus, was ihr wollt. Ihr solltet wissen, dass die Scanner ein Cherka-Raumschiff erfasst haben, das den Orbit verlassen hat. Die Schurken haben sich aus dem Staub gemacht, aber eines Tages wird es sicher Ärger geben. Ihr kommt schon klar. Sollte ich mich schuldig fühlen? Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin sicher, dass der SID mit ein paar Firmenschlägern zurechtkommt. Hoffentlich kreuzt Lexende mal wieder meinen Weg. Wie auch immer, ich habe euch eine Bezahlung versprochen. Sagt nie, dass der SID nicht dankbar wäre. Jetzt lasst es euch gut gehen. Und lasst euch besser nicht wieder in Firmenangelegenheiten hineinziehen. Camus kann euch versichern, dass sie nie ein Ende haben. Dann wollen wir gucken. Oh, 1300 Credits ist jetzt nicht gerade viel. Was gibt's hier Feines? Handschuhe? Mit List. Naja. Haben mehr Ausdauer und die hier haben ein bisschen mehr List. Die könnte man schon fast anziehen. Aber da ich eh die Handschuhe des Pioniers habe, nehme ich lieber die Dinger. Die Planetenaushärtung kaufe und dann später Modifikationen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich insgesamt habe. Ich müsste jetzt 20 Stück, das reicht schon wieder für ein bisschen bessere Ausrüstung. Tja, also letzte Folge habe ich mal einfach verpeilt, da diese Checker-Quest abzugeben. Ich glaube, jetzt sind wir auch durch mit Checker. Ich hoffe es zumindest. Ja, sieht ganz so aus. Lichtquell und dann der Wohlstand. Okay. Das sind nur noch Klassenquests. Muss ich jetzt erstmal zum nächsten Punkt wieder hin. Das war... Stimmt das überhaupt? Muss ich da hin? Genau, das war bei dem Außenposten. Ich hoffe mal, die Schnellreise geht ein bisschen fixer. Dann werde ich gleich nochmal hier ein Paket aufmachen. Den Blaster werde ich auch noch verschicken. Ich müsste jetzt hier noch ein Depot suchen. Ich glaube, der andere Blaster war im Depot. Und ich habe es für... Ich glaube, ich verschenke beide Blaster. Weil ich hatte einen im Depot und einen hatte ich so noch. Ah, scheiße. Depot ist hier gerade nicht in der Nähe. Ich wünschte, es würde so ein Vermächtnisdepot geben oder so ein Vermächtnisdepot kommt ja bald, wenn dann diese Häuser sind, soll es es geben. So ein Depot-Druiden. Genauso wie diesen Verkaufsdruiden oder Reparaturdruiden, dass man sich den suchen, bla bla bla, dass man sich den holen kann. Sowas sollte es auch als Depot geben, dass man einfach mal irgendwie hier in der Schnellliste so ein Ding hat, was man sich übers Vermächtnis freikauft. Gott, ich kann überhaupt nicht reden. Man hört es vielleicht auch raus, dass ich hier erkältet bin. Meine Stimme müsste ein bisschen tiefer klingen als sonst. Ja, wo muss ich denn hier rein? Schön wieder dabei zu sein. Jetzt wird gekämpft. Ja, super. Hier kommt Blitzgranate, zack. Andere Granate hinterher. Die Mittel und den Mumm. Festschießender. Gezielter Schuss. Schnell ziehen. Oh, geil. Und plündern kann ich auch nicht. Kacke, Mann. Das nervt dieses Mal.
Ach, hier geht's rein, alles klar. Oh, fuck. Schon wieder betäubt. Alter, was ist denn los hier? Ach, jetzt greift Corso an, das ist ja schön. Davor war ich hier nur betäubt. Das soll wohl auch geändert worden sein, dass die Gefährten jetzt erst angreifen, wenn man selbst angegriffen wird. Das heißt, wenn ich jetzt den ersten Schuss mache, dann greift der Gefährte noch nicht an. Der greift erst an, wenn ich ihn dann selber angreife. Ich habe das jetzt noch nicht ganz ausgetestet. Könnt ihr die gleich mal mit dem nächsten Gegner machen. Dass ich einfach mal einen Gegner angreife. Und dann werde ich ja gleich sehen, ob der Gefährte dann auch angreift oder ob er abwartet, bis ich dann selber angegriffen werde. Ja gut, das reicht. Was liegt denn da rum hier? Eine Larvengruppe. Okay, ich schieße einfach mal. Noch greift er nicht an. Doch. Ne, der hat angegriffen, als ich angegriffen habe. Ein bisschen verzögert, aber ich war noch nicht unter Beschuss. Also Boden und Blitze erzählt. Und ich hab's auch noch geglaubt, verdammte Scheiße. Kacke, ey. Geh ich mal wieder rein hier. So, ich habe mehrere Pakete zur Auswahl. Freisöldner. Noch ein Freisöldner-Paket. Galaktisches Ast, nehme ich mal eins von den Freisöldner-Paketen. Drückt mir die Daumen. Ich will den Kristall. Und es gibt wieder kein Kristall. Das hier und Schärpe, das ist der Gürtel. Was ist das denn hier? Verborgenheitsanzug, Oberkörperrüstung. Hm. Keine Ahnung, wie viel das wert ist. Also wer den Gürtel haben möchte, muss nur sagen, und oder wer diese Verborgenheitsanzugs, Oberkörperrüstung haben möchte. Oberkörperrüstung ist immer die Rüstung und ich glaube dazu die Handschuhe. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Zumindest sind in diesem Container da zwei Dinger drin. Ja. Ich hätte es besser machen können. Oh, ich bin Held. Geil. Und ich habe immer noch keinen Schimmer, was ich mir damit denn kaufen kann. Muss ich mal wieder irgendwann zur Flotte. Und gucken, was ich mir mit dem Rang Held bei kopfgeldiger Versorgungsunternehmen heißt das. Was man sich da so holen kann. So, hier, komm. Ach, die draußen haben schon mitgezählt für hier drin, das ist gut. Und alle, die aufmerksam hier unten auf die Uhrzeit gucken, ja, es ist 5:30. Ich habe gerade selber gestaunt, es war 5 Uhr, ich habe jetzt gerade aufgehört zu spielen, wollte jetzt nochmal kurz aufnehmen. Machen wir das ordentlich! Naja, gut. Ich ziehe es einfach durch, aber eigentlich um die Uhrzeit will ich doch lieber ins Bett gehen. Weil ich bin nicht so verpennt wie beim letzten Mal, also es geht eigentlich. Die Granate. Zack. So, wie tief geht das hier rein? Geht. Ja, man muss wieder kämpfen hier. Man kommt auch nicht an den Typen vorbei ohne den Kampf. Und die wäre sehr schön gemacht. Oh, fuck. Das gibt wieder Ärger. Ich mach schon mal das Heldenmoment an, falls er doch stirbt. Ich glaube, er wird sterben. So, schmeiß mal Granate hin. Würgen. Mächte schleudern, Flammenwerfer. Holt hier nochmal ein Medipack hier. Zack. Wow, und Corso Rix ist nicht gestorben. Das Problem, wenn ich meinen Heiler spiele, oder auch wenn ich jetzt keinen spiele, dann kann ich natürlich auch nicht heilen, aber wenn ich einen Heiler spiele, dann vergesse ich auch jedes Mal meinen Gefährten zu heilen. Deswegen finde ich das eigentlich immer besser, wenn ich die Idee bin und mein Gefährte der Heiler ist. Dann kann der sich selber heilen und sich um mich kümmern. Lichtquell, der Schmuggler. Ach scheiße, jetzt wollte ich darauf klicken und es ist weggegangen. Nee, egal. Gott, wieso muss die Musik schon wieder so laut sein? Nicht, dass die Folge wieder gesperrt wird. Hör auf. So, hier. Ich habe einfach mal das selbe Moment weggemacht. Warum ist die Musik noch an? Was soll das? Ja, schon viel besser. Ist auch krass, dass ich das Gefährtenmoment hier oben in der Buffleiste wegklicken muss mit Rechtsklick. Weil ich Schiss habe, dass sonst die Folge gesperrt wird. Ich habe ja schon eine Folge, die ist weltweit gesperrt. Wegen so einem dämlichen Musikduin. Und eine andere Folge habe ich jetzt auch gesehen. Von mir, die war auch gesperrt. Aber nicht gesperrt, zumindest wurde da irgendwie Werbung angezeigt.
Ein Jahr der völligen Ruhe und nun muss ich mich mit 4 Störenfrieden an einem Tag herumärgern. Wie frustrierend. Ich habe weder den Jedi noch den Sith hergeführt, Boss. Keine Ahnung, wie sie euch gefunden haben. Stimmt, das war meine Schuld. Vielleicht sind sie ihrer Nase gefolgt. Ihr braucht mein Zeug. Ich brauche mein Zeug. Oh Gott, ey. Man kann diesen Ort vom Dünenmeer aus riechen. Diago stinkt halt zum Himmel. Hey, niemand spricht so mit dem Boss. Ich habe das Gefühl, dass ihr uns alle gegeneinander ausspielt. Unfassbar, dass ihr eure Belohnung so aufs Spiel setzt. Belohnung? Wovon spricht sie? Ich bin völlig neutral. Keine Zeit für Erklärungen. Flirten? Ich habe sie euch ausgeliefert. Betrachtet sehr als Geschenk, meine Hübsche. Für euch würde ich alles tun. Ihr wisst gar nicht, in welche Gefahr ihr euch gebracht habt. Leeres Gerede, wie Fingernagel auf Transparistahl. Ich werde euch alle. Wer ist da? Captain? Ich habe schon lange nichts mehr von euch gehört. Alles in Ordnung? Bitte was? Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Flirten, ey, jetzt kann ich mit der aufflirten, oder wie? Jetzt geht es mir gut. Da bin ich noch nicht sicher. Na, flirten wir mal hier auch. Ein Jedi und ein Sith streiten sich meinetwegen. Aber ich habe nur Augen für euch. Eure Worte ergeben keinen Sinn. Arme Nariel. Sie wurde noch nie geküsst. Wie professionell. Wer könnte da widerstehen? Eine hübsche Frau. So hübsch. Moment, ist er das? Seid ihr bei Diago? Ich will sie wiedersehen. Sofort! Alter, was hat er für Probleme? Das kostet aber. Das geht nicht. Gefällt sie euch? Ich arbeite nicht für euch. Ich könnte ein Treffen arrangieren, wenn ihr interessiert seid. Bringt sie mir und ich vergebe euch die Ruhestörung. Diago, Liebster, ich kann euch so viel mehr bieten. Doch zuerst müssen wir diesen Jedi beseitigen. Traut ihr euch nicht alleine, Sith? Ruhe! Hier spricht nur einer, und zwar ich. Diago, ihr seid genauso ein Monster wie Wavaron Seer. Ihr werdet beide bezahlen. Ihr wollt den Jedi töten. Ihr wollt eure Waffen fallen lassen. Alter, was geht hier ab? Das reicht. Ich helfe euch, den Sith angreifen. Keine Chance. Den Jedi angreifen. Wie soll ich euch helfen, wenn ich meine Waffen fallen lasse? Ihr werdet nicht lang genug leben, um das bereuen zu können. Oha, jetzt geht's ab. Das reicht! Ich werde das hübsche Mädel selber suchen. Droiden, tötet sie alle! Aber ich habe doch gar nichts getan. Alle! Alle! Oh yeah, jetzt geht's los hier. Los, kämpft, kämpft. Okay, die beiden Weiber kämpfen zusammen. Dann gehe ich mal auf den Dicken. Oh, Alter. Auf Diago gehe ich, auf diese alte Stinkmorchel hier. Zack. Ach, scheiße, wieso gehe ich auf den... Die andere ist ja viel schwächer. Meine Fresse, nicht du. Ich dachte, dass die beiden Weiber gegeneinander kämpfen, dass ich dann hier Diago in Ruhe machen kann, aber nee. Naja, dann halt nicht, ne? So, schnell ziehen, zack, zack. Ich will nicht sterben! Oh, oh. Gefällt mir es gar nicht. Okay, sie ist tot. Scheiße, wie mein... Ah, zu spät unterbrochen. Ich hätte hier einfach nur treten müssen. Ich habe jetzt gerade einen Unterbrecher gesucht. Na komm, hier, Blitz. Ah. Ein
Impulshünder wegschipsen. Ja, sehr schön. Gott, ist das ein nerviger Kampf. Die Sau, die hält sich hier hoch und mir gehen die Unterbrecher langsam aus. Ablenkung. Jetzt bräuchte ich meinen Heldenmoment, aber er ist tot. Okay, Diago ist auch Level 28. Was soll man da machen? Ich kann hier so mal einen Medipack einwerfen, aber... Verdammt, ich war zu weit weg. Jetzt kriegst du einen Tritt in die Eier so. Mann, Vibe, mach doch mal was hier. Oh, was? Wegschubsen geht nicht. Ah, es ist ekelhaft. Ich verstecke mich jetzt erstmal hier hinter. Oh, ab, Diago, lass mich in Ruhe. Nee, nicht hochhalten. Was soll das denn hier? Oh, das Vibe ist mir überhaupt keine Hilfe. Dieser Kampf, der könnte ewig dauern, oder? Ich verkürze ihn, indem ich einfach wieder verkacke. Hallo, Diago. Na, verdammt. Oh, wieso kann ich nur die Blendgranate im Liegen? Ne, die habe ich hinten auch noch. Oh, ich muss echt meine Skills aufbauen. Nee, das gibt's doch nicht. Nein, verdammt. Mann, der kann hier auch nicht richtig raus. Nein, nein, nicht heilen, du dumme Sau. Oh, ich komm, Alter, jetzt reicht's mir. Ich mach's stuck. Ist mir zu doof. Ach, jetzt kämpft sie noch weiter, oder wie? Alles klar. Ich wollte zwar nur noch die Story zeigen hier, aber ich habe mich leider noch nicht weitergelevelt. Wie man sehen kann. Ich bin immer noch Level 25. Aha. Eigentlich könnte ich sie jetzt weiterkämpfen lassen. Das kann sie alles alleine machen. Na los, Captain! Oh, damit es ein bisschen schneller geht. Fuck! Ich darf keinen Gegner im Visier haben, wenn ich mich hinsetze. Scheißdreck. Oh, ich hasse es. Vielleicht sollte ich mal das Inventar schließen. Hier, unterbrechen, zack. Aber jetzt fehlt mir schon wieder ein Unterbrecher. Blasterhieb, konnte ich damit auch unterbrechen? Nee. Wegschubsen unterbricht ihn ja auch nicht, weil er sich da hinter seinem Schild verkriecht. Bringt das überhaupt nichts, wenn ich hier Impulszünder mache. Impulszünder. Ja, komm hier. Nehmen wir einfach mal die Granate, die unterbricht ihn jetzt auch so ein bisschen. Alter Schwede, ist der Typ nervig. Komm, 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 hier. Fieser Tritt, endlich. Nein, hör auf. Was auch mal, ist das denn ernst? Stirb doch mal, Junge, stirb. Meine Fresse, ist das ein ekelhafter Kampf. So, Musik, du darfst aufhören zu spielen. Der blöde Diago, aber zumindest ist er jetzt tot. Was hat er davon? Ihr habt sehr verraten und mir bei ihrer Vernichtung geholfen. Warum? Man konnte ihr nicht trauen. Es war das Richtige, flirten. Ihr seid hübscher. Sehr war eine scharfe Braut, aber ihr habt diese natürliche Schönheit.
Ihr müsst anfangen, nicht immer nur nach dem Äußeren zu urteilen. Ich verstehe jetzt, warum Seer für dieses Kästchen getötet hat. Der Macht sei Dank, dass wir sie aufgehalten haben. Das ist ein Sith-Holokron. Es wurde vor Jahrhunderten von einem mächtigen dunklen Lord namens Darth Nihilus geschaffen. Nie von ihm gehört. Ist der Umgang damit sicher für euch? Klingt wertvoll. Was für einen Preis würde man damit auf dem Markt erzielen? Oh, verdammt. Es kann nicht verkauft werden. Es ist viel zu gefährlich. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Relikt vor Seers Verbündeten verborgen bleibt. Das Imperium darf niemals an die schrecklichen Geheimnisse gelangen, die darin enthalten sind. Mein Schiff wartet in der Nähe. Ich sollte gehen. Wir haben heute unzählige Leben gerettet. Das bringt der Job so mit sich. Hey, es hat Spaß gemacht. Ich brauche einen Kuss. Ihr könnt Tatooine nicht verlassen, ohne mich zum Abschied zu küssen. Die ganze Zeit über wolltet ihr nur ein Zeichen körperlicher Zuneigung? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht, wenn ich kein Jedi wäre. Lebt wohl. Möge die Macht euch beschützen. Nein, mein Kuss, was soll das? Drohe Kuh. Verweigert sie mir einfach den Kuss hier. Sowas gibt's doch nicht. Was ist das hier? Aha. Nock Drayen. Immer dasselbe. Wie war es, gegen Nock Drayen zu kämpfen? Wenn mich noch mal so ein Spinner danach fragt, ramm ich ihm diese Holo-Aufzeichnung in die Stirn und spiele sie den Überlebenden vor. Nock Drayen war nie ein echter Verbrecher. Im Gegensatz zu mir. Er hat doch nur so getan. Die ganze Welt glaubt, dass ich nur gegen ihn gekämpft habe, weil er erfolgreicher war. Weil er mich zur Nummer 2 gemacht hat. Weil er mir meine Frau gestohlen hat. Alles Lügen! Ich habe gegen ihn gekämpft, weil er so sehr ein Verbrecher war, wie ich ein Senator. Nock war ein Schwindler. Die ganze Unterwelt war seine Bühne. Er hat uns nur benutzt. Wofür auch immer. Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß, dass ihm der Titel König der Unterwelt nichts bedeutete. Für ihn war das nur ein Spiel. Zum Glück ist dieser Dreckskerl endlich tot. Ich habe sein Lagerhaus geplündert, nur um sicher zu gehen. Er ist nie zurückgekehrt. Ich lebe noch und er ist tot. Ich habe gewonnen. Hört ihr das, Nock? Ich habe gewonnen. Boah, was für eine Labertasche. Warum macht er überhaupt eine Holo-Aufzeichnung und für sich selbst oder irgendwie? Verstehe ich nicht. Der muss ein ziemlich übersteigertes Ego haben. Krass, Sammy ist fertig mit Tatooine. Reise nach Alderaan. Kehre zu Risha zurück. Okay, jetzt müssen wir zum Morgenschutz zu Risha zurück. Krass, Schnellreise geht auch schon wieder. Also habe ich schon wieder über 15 Minuten gebraucht für die Folge. Mit dem langen Kampf da, mit dem Sterben zwischendurch, naja, wie immer halt. Aber ich bin halt 3 Level drunter, da kann man ja ruhig mal ein Auge zudrücken, dass ich das abkacke. Und meinen hellen Moment hatte ich ja auch nicht, das hatte ich ja vorher schon verbraucht. So. Dann mal rauf auf den Wagtür. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verguckt und Risha ist wirklich im Raumschiff. Ja, muss er anscheinend. Dann habe ich jetzt hier einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder auf dem Raumschiff. Bis gleich. So, da wären wir wieder auf unserem Raumschiff. Gefährte ist auch da. Alle stehen sie hier fein. Ja, ich muss immer die Karte auf dem Raumschiff anmachen, weil ich kenne mich hier selbst nicht auf meinem eigenen Raumschiff aus. Ich muss sagen, das sieht hier ein bisschen kompakter aus. Beim Soldaten ist es... Wobei das Postfach ist auch wieder am Arsch der Welt. Das ist bestimmt auch... Wo ist denn das Postfach hier? Ach, auch da hinten im Cockpit. Naja. Am besten wäre natürlich, wenn das Postfach hier wäre. Da hat man hier die Gildenbank, da das Auktionshaus, hier das Depot. Gut, dann sprechen wir erstmal mit Risha. Ich war nicht sicher, ob ich euch lebend wiedersehen würde. Noch dazu mit diesem Sensorcomputer. Wie habt ihr ihn bekommen?
Diago Hixan ist unerwartet verschieden. Er hat mir ein großzügiges Erbe hinterlassen. Er ist tot? Gut. Ich meine, gut für euren Ruf. Tut mir leid, dass ich keine Gelegenheit hatte, mit ihm zu reden, bevor er starb. Mein Holo hatte eine Fehlfunktion. Klingt wenig überzeugend. Diago war schwer enttäuscht. Besorgt euch lieber einen neuen. Was? Besorgt euch lieber einen neuen. Achso, den Holo. Alles klar, nee, das brauchst du nicht. Dieser Fettklops hat sich wirklich für euch interessiert. Ich wette, er hat sich für alle hübschen Mädchen interessiert. Mit diesem Sensorcomputer wird aus eurem Frachter ein erstklassiges Scoutschiff. Ich baue ihn noch vor dem Start in die Rectenna ein. Ihr solltet gleich einen Unterschied bemerken. Gut. Was für ein Unterschied? Stellt keinen Unfug an. Ich möchte alarmiert werden, sobald Ärger im Anflug ist. Wenn es so weitergeht, werden wir den Alarm jedes Parsec neu stellen müssen. Zeigen wir dieser Staubkugel unsere Hecktriebwerke. Da draußen wartet Nocturanes Vermögen auf uns. Der Lichtquell abgeschlossen, okay. Heißt also nächste Folge auf Alderaan? Muss ich aber zwischendurch noch ein bisschen leveln. Noch ist ja das Double-E-Pre-Wochenende. Dann muss ich ein bisschen Kuyat machen, PvP und keine Ahnung was alles. Was gehen wir hier wieder? Ja, das war ich so blöd. Planetenauszeichnung, ja. So, da bin ich wieder. Ich habe mal kurz in den Kommentaren geguckt, wie die Leute hießen. Oh, verdammt. Ich bin total heiser. Eine Person hieß Quarro, dann schicke ich einen Blaster mal dorthin. Und die zweite Person war sogar eine aus der Gilde. Oh, verdammte Scheiße, ey. So, Satile. Du bekommst auch einen Blaster und das... Ich hatte irgendwie ein Haustier. In der letzten Folge hatte ich ein Haustier. Da muss ich nochmal nachgucken, wo das ist. Alles klar. Ich habe jetzt noch eine Kiste gefunden. Das ist nämlich die von der letzten Folge, diese Freisöllner-Kiste. Die ist noch angebrochen gewesen. Und das Lustige ist, da habe ich jetzt nochmal den Blaster drin. Also wenn jetzt noch eine Person einen Blaster braucht, dann kann er sich gerne melden. Kacke, nee. Schokoladenlobbel, weil den habe ich gesucht. Den wollte nämlich auch jemand haben. Phoenix wollte den haben. Jetzt muss ich wieder zum Postfach hinrennen. Meine Fresse, ist das anstrengend. Und ich bin noch krank. Ich kann mich noch nicht bewegen hier. Sport ist Mord. So, Phoenix. War der nicht in der Gilde? Hast du die Gilde verlassen? Schweinerei. Bei mir war so, dass Phoenix in der Gilde war. Erst. So, Schokoladenlobbel. Wett? Oh Gott. Oh. Das kommt davon, wenn man Phoenix richtig schreibt. Dann ist der Charakter natürlich nicht in meiner Gilde. So. Genau, Ö und H verdreht. Wie es eigentlich nicht sein sollte. Aber das Problem ist natürlich, dass viele Namen vergeben sind. Da muss man sich irgendwelche Kompromisse einfallen lassen, dass man seinen Soldaten dann einfach mal Commander Peace und dann L nennt oder wie auch immer. Ja, das war's für diese Folge. Wer noch einen Blaster will, kannst sagen, was war noch? Das habe ich ja schon wieder vergessen. Achso, hier diese Oberkörperrüstung, den Blaster und das andere Ding da, was ich vergessen habe. Muss ich wieder suchen. Ihr werdet das schon finden. Gut, dann sage ich hier bis zum nächsten Mal. Euer Commander Peace. Peace out.